Willkommen zu unserem Lernvideo über die Atmosphäre und ihre Bedeutung für den Segelflug. Heute tauchen wir ein in die unsichtbare Welt, in der sich Segelflieger bewegen. Die Atmosphäre besteht aus mehreren Schichten. Für Segelflieger ist die unterste Schicht, die Troposphäre, am wichtigsten. Die planetarische Grenzschicht reicht bis etwa 11 Kilometer Höhe und das Wetter findet hier statt. Die untersten 1 bis 2 Kilometer in der Troposphäre nennt man planetarische Grenzschicht. Hier ist der Hauptspielplatz der Segelflieger. In dieser Schicht entstehen die meisten für uns relevanten Wetterphänomene. Thermik ist aufsteigende warme Luft. Sie entsteht, wenn sich der Boden durch Sonneneinstrahlung erwärmt und die darüber liegende Luft aufheizt. Diese steigt dann auf und bildet Thermikblasen oder Thermikschläuche, die Segelflieger nutzen, um Öl zu gewinnen. Eine Inversion ist eine Schicht in der Atmosphäre, in der die Temperatur mit der Höhe zunimmt, statt abzunehmen. Sie wirkt wie ein Deckel und begrenzt oft die Höhe der Thermik. Für Segelflieger ist es wichtig, die Höhe der Inversion zu kennen. Die Menge an Wasserdampf in der Luft beeinflusst die Wolken. Wenn aufsteigende Luft abkühlt, kondensiert der Wasserdampf und bildet Wolken. Bestimmte Wolkenformen wie Cumulus zeigen gute Thermik an. Große Bereiche der Atmosphäre mit ähnlichen Eigenschaften nennt man Luftmasse. Das Aufeinandertreffen verschiedener Luftmassen führt zu Wetterfronten, die starke Aufwinde, aber auch gefährliche Turbulenzen verursachen können. Wind entsteht durch Luft- und Druckunterschiede. Für Segelflieger ist die Kenntnis von Windrichtung und Stärke in verschiedenen Höhen wichtig. Plötzliche Änderungen der Windrichtung oder Stärke nennt man Windschirmen, können gefährlich sein. Wenn Wind auf ein Hindernis wie einen Berg trifft, wird er nach oben abgelenkt. Diese Hangaufwinde können von Segelfliegern genutzt werden, um lange Zeit in der Luft zu bleiben. Hinter Gebirgszügen können sich bei bestimmten Windverhältnissen stehende Wellensysteme in der Atmosphäre bilden. Diese Lehwellen ermöglichen Segelflüge in großen Höhen und über weite Strecken. Die Atmosphäre ist ein komplexes System, das Segelflieger verstehen und nutzen müssen. Je besser man die atmosphärischen Prozesse kennt, desto sicherer und erfolgreicher kann man Segelfliegen. Wir hoffen, dieses Video hat euch einen guten Überblick über die Atmosphäre aus Sicht des Segelflugs gegeben. Wenn ihr mehr lernen wollt, schaut euch unsere anderen Videos an und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal und immer guten Aufwind!